ich bin jetzt in Zürich am Flughafen und ich fliege jetzt nach Dubai. Da werde ich dann eine Woche bleiben, mir die Stadt anschauen, eine Tour durch die Wüste machen und dann vielleicht sogar noch eine Fahrradtour durch die Wüste durchmachen. Ich bin jetzt in Dubai, bin jetzt gerade in der Dubai Mall und hier ist auch der berühmte und höchste Burj Khalifa. Ich versuche jetzt wieder in die Mall reinzukommen, weil es draußen viel zu heiß ist, aber ich finde es irgendwie nicht. Das ist gerade so ein bisschen das Problem, weil ich bin einfach um den See gelaufen und so langsam geht mir die Hitze auf den Geist. Das ist ja auch genau Mittagszeit. So, ich bin jetzt im Hotel angelangt. Jetzt wird in Anbetracht dessen, dass ich heute maximal 3 Stunden Schlaf hatte und ich morgen gern fit sein würde. Wir sind ein bisschen ausgeruht. Ich sag mal so, über das Hotelzimmer kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Vor allem, es hat nur irgendwie 45 Euro die Nacht mit Frühstück gekostet. Kann man nicht klagen, meiner Meinung nach. So, ich bin wieder in der furchtbaren Mittagshitze. Heute Abend geht's in die Wüste. Aber jetzt geht's erst noch auf den Dubai Frame. Da ist es dann wieder klimatisiert. Ich bin jetzt in einem dieser berühmten klimatisierten Bushäuschen. Da bin ich jetzt auch relativ froh drüber, weil draußen ist es echt viel zu heiß. Der Dubai Frame ist mit seinen 150 Metern im Vergleich ein relativ niedriger Wolkenkratzer in Dubai. Er beeindruckt da vor allem damit, dass er einen Bilderrahmen nachbildet. Und sowohl ins alte als auch ins neue Dubai mit den deutlich höheren Wolkenkratzern einen fantastischen Ausblick bietet. Und dann hat er noch eine spezielle Überraschung, die durch die Form ermöglicht wird. Am Nachmittag ging es in die Wüste. Als ersten Programmpunkt ging es Quadfahren durch die roten Sanddünen. Nachdem ich anfangs zugegebenerweise fast einen Crash verursacht hätte, lernte ich relativ schnell den Quad im Sand grundlegend einzuschätzen und fuhr mit zunehmender Begeisterung durch die Wüste. Doch leider war nicht jeder ein so guter Quadfahrer wie ich. Tja, da stecken wir jetzt in der Düne. Mal wieder. Nachdem es glücklicherweise keine Verletzte gab und auch der Quad aus der Düne gezogen werden konnte, ging es dann auch schon wieder zurück. Jetzt kommen hier die Kamele anstolziert. Auf den letzten Metern beschloss ich noch ein bisschen zu driften, um meinen Spaß zu haben. Um noch ein bisschen professioneller durch die Wüste zu fahren, stieg ich dann wieder in den Geländewagen und es ging auf eine rasante Dune-Bashing-Tour durch die hohen Sanddünen. Mitten in der Wüste konnte ich dann Sandboarding ausprobieren, eine Art Snowboard fahren in der Wüste. Doch obwohl ich schon ein paar Mal einen Snowboardkurs gemacht habe und auch auf schwachem Anfängerniveau fahren kann, brauchte ich etwas Übung. Woo!
Im Anschluss fuhren wir zurück auf die Straße und weiter Richtung Beduinencamp, wo ich den Sonnenuntergang anschaute und unter Todesangst eine Runde auf einem Kamel drehte. Das kratzt sich die ganze Zeit. Nach dem Abendessen ging es dann wieder zurück in die Stadt. So, heute geht's in diese Heritage Village, so eine Art Nachbildung, wie es früher mal aussah. Also jetzt nicht so wie bei uns, dass es einfach eine Altstadt ist, sondern es ist quasi so eine Art nachgebaute Altstadt. So, die Hälfte in diesem Ding war zu. Deswegen gehe ich jetzt einfach weiter. Es hat keinen Wert gehabt. Ich schaue jetzt mal, ob ich so eine Art Rundfahrt mit der Metro bis hinter zur Expo machen kann. Vielleicht ist es spannend. So, in das Museum rein gehe ich jetzt erstmal nicht. Aber es gibt hinter dem Starbucks im Emirati Tower. Einer hier und einer hier. Ja, aber jedenfalls, es gibt hier dahinter, wenn man die Rolltreppe hochgeht, so eine mehr oder minder geheime Aussichtsplattform. Also eigentlich ist sie nicht geheim, aber irgendwie ist hier kein Mensch. Aber es gibt hier eine optimale Aussicht auf das Museum of the Future. So, ich bin jetzt bei der Expo 2020. Jetzt schaue ich mal, was es hier so gibt. Das ist am hintersten Ende der Metro von Dubai. Das ist fast wie so eine Art Geisterstadt hier. Ich nehme an, das wurde halt groß für die Expo 2020 gebaut. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit die dann wirklich in dem Umfang stattfand. Jetzt ist es auf jeden Fall relativ leer hier. Ich weiß gar nicht, ob ich hier erwünscht bin. Dazu findet sich hier wirklich kein Mensch hier. Bis auf mich, abgesehen von den Bauarbeitern, die hier arbeiten für einen wahrscheinlich nicht besonders tollen Lohn. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe das Gefühl, man gewöhnt sich an diese Hitze. Also mir geht es jetzt draußen schon besser, auch wenn ich jetzt schon, sag ich mal, eine lange Zeit hier rumgelaufen bin, als am Anfang gerade. Ich meine, es ist immer noch furchtbar heiß, aber es geht, es ist, sag ich mal, aushaltbar. Was hier bei Barus. Und dann riecht Baden-Württemberg. Und Armenien hat mich beerkannt. Am Abend schaute ich mir die Fontänenshow vor dem Burj Khalifa an. Jetzt kurz nach 5 heute geht's eine Radtour durch die Wüste machen. Let's go! Die von mir geplante Fahrradtour auf dem Al-Quadra-Radweg hatte 80 Kilometer. Die Strecke hatte so gut wie keinen einzigen Höhenmeter, sodass ich ohne mich besonders hart anzustrengen einen 29 km/h Schnitt erreichte. Ist das geil! Nach der Radtour besuchte ich noch ein anderes Einkaufszentrum. Die Skihalle. Es ist schon unglaublich. Das hier ist der Pistenplan. Ich bin jetzt hier am Strand. Schauen, ob es irgendwelche Schließfächer oder so gibt. Weil es wäre eigentlich recht günstig. Dann könnte ich mich entspannt baden gehen. Am Abend machte ich einen Spaziergang durch die Dubai Marina. Es gibt natürlich auch zweifelhafte medizinische Angebote im Angebot. Ich weiß nicht, was da hinten gerade passiert. Ob da der Sandsturm kommt oder das Doomsday-Szenario oder sonst irgendwas. Oder der Regen. Oder weiß der Teufel.
Naja, komisch. Ich hoffe, es regnet jetzt nicht. Okay, das ist wahrscheinlich eine absolut lächerliche Sorge. An meinem letzten Tag in Dubai ging ich zum Goldzug. So, ich habe mit Spaß habe so ein Ding hier gekauft und Datteln. Einfach das Spaß halber. Aber ich glaube, das Ding zieht aus, und meine Cap ist ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer. Wisst ihr eigentlich? So, ich habe spontan noch einen Ausflug hier zum Dubai Creek gemacht. Mal sehen, was der zu bieten hat. Am Abend schaute ich mir auf Heiders Empfehlung die Wasserschau nochmal bei Nacht an. So, das war's jetzt tatsächlich auch mit Dubai. Morgen geht's dann nach Indien weiter. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne und wir sehen uns dann da.